Unsere Ordination ist spezialisiert auf Rückenschmerzen. Meine Aufgabe als Therapeutin ist es, diese zu behandeln. Richtig nachhaltig funktioniert das aber nur, wenn man auf die Ursachen draufkommt. Eine der Ursachen, warum es zu Rückenschmerzen kommt, ist zu viel Sitzen. Also die Leute sitzen im Beruf und zu Hause auch noch in der Freizeit auf der Couch. Es wird eigentlich nur mehr gesessen. Eines der wichtigen Sachen ist es zu verstehen, dass es kein richtiges Sitzen gibt, denn unser Körper ist für Bewegung gemacht. Daher ist dieses aufrechte Sitzen oder im Hohlkreuz sitzen einer der Gründe, warum es zu Verspannungen kommt. Warum? Durch das aufrechte Sitzen oder gerades Sitzen muss die Muskulatur permanent halten. Halten bedeutet permanente Anspannung und dieses permanente Anspannung führt zu Verspannungen, die letztlich nicht mehr loslassen. Daher mein Tipp am Rande, entspannt sitzen. Becken nach vorschieben und Rücken anlehnen, das ist wichtig. Eine Lendenstütze bitte rausnehmen, weil das führt wieder dazu, dass man sich mehr ins Hohlkreuz drückt und das gesamte Körpergewicht lastet auf den unteren Wirbeln, was dort einfach dann zu viel ist und irgendwann zu Bandscheibenvorfällen etc. kommt. Ja? Daher entspannt sitzen. Ellbogen abstützen, Rücken abstützen oder vorne am Tisch Gewicht abgeben, Arme abstützen, so gut wie möglich entspannen. Wer wissen will, wie das geht, schaut am besten Kindern in der Volksschule zu. Die lümmeln oder sitzen schlampig, Kopf abgelegt oder so. Oder mal, wenn der Chef nicht herschaut, Beine auf den Tisch rauf.